Servus zusammen, es ist der Mittwoch, den 12. Juli, 17.46 Uhr. Dauert ein bisschen länger heute, weil während ich das alles hier so vorbereitet habe, ich habe nämlich heute eine Schulung bekommen, so eine Videoschulung, rotzt hier gerade eben die Nasdaq runter. Das ist nur ein ganz Mini-Update, bevor ich zum DAX komme. Ihr erinnert euch an den letzten Film, ich glaube es war Dienstag, da sind wir, wie gesagt, hier können wir drüber, dann wäre er frei. Der war da drüber, das waren hier die 15.274. Aber jetzt schaut mal, was der gerade eben macht, also gerade eben ist Mittwochabend 17.46 Uhr. Dann rotzt der hier runter von 15.370 auf 15.219 innerhalb von Minuten. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation hier. Weil wenn der hier wieder reingeht und darunter schließt, unter dieser 15.274, dann gilt das als Versagen, als False Breakout. Also da müssen wir aufpassen. Aber jetzt gehen wir zum DAX. Der ist ja in diesem Film angesagt. Also, am Freitag sagte ich, kann mir sehr gut vorstellen, sagte ich, kann mir sehr gut vorstellen, dass wir die 20-Tage-Linie wiederholen. Die haben wir wieder geholt. Wir sind sogar ein bisschen drüber. Gleichzeitig vor dem Hintergrund der am Freitag positiven, leicht positiven Technik, sowohl im MACD als auch im Oszillator, haben wir dieses Gap hier geschlossen. Das war vom 5.7. bei 15.937 und auch dieses hier vom 4.7. bei 16.039. Diese Gaps sind alle zu. Dieses ganze Chartbild hier ist sauber. Da ist also nichts Besonderes mehr, was sich irgendwie Gap nennt. Jetzt gehe ich mal mit euch auf die 4 Stunden Kerzen. So, ich kann zu diesem Level hier, heute war das hoch 16.043, kann ich auch noch das hier anziehen. Das sind die Fibos von dem letzten Zwischenhoch. Und wenn ich die erweiterten Zahlen nehme, weniger, erweitert, sind wir genau, aber wirklich auf den Punkt, auf das 76,4er. Ja, das ist das, was die Karin Rolle immer sagt, die letzte Chance für Long oder Shorts. Da sind wir genau dran. Und davon gerade eben runtergebrochen. Im Moment handeln wir bei 16.012, waren eben aber auch schon wieder unter der 16.000. Die 16.000 macht für mich, das ist nur eine Schlagzeile in der Zeitung. Also hat für mich keine echte technische Bewandtnis. Wie auch immer, wir sind über den 4-Stunden-Chart noch immer positiv, auch wenn wir hier als sehr hoch gelten. Es ist noch kein Verkaufssignal. In der Stunde, mittwochs mache ich das immer ein bisschen kurzfristiger noch, sind wir hier, ich würde mal sagen, bestenfalls neutral und hier auch heftigst überkauft und zwar schon seit, jetzt muss ich gerade mal schauen, seit diesem Punkt hier, seit der 15.763. Also soweit ist es erstmal grundsätzlich in Ordnung, aber ich glaube, dass vor dem Hintergrund der hier liegenden Fibo-Zahl, des Schließens des Gaps, was wir hatten, hier sieht man es nicht so, auf dem Tageschart sieht man es besser, Moment, ich mache das mal hier rein, jetzt sieht man es natürlich nicht gut, sorry. Moment, das mache ich mal weg hier. Löschen. Vor dem Hintergrund der Fibo-Zahl und des Löschens von diesem Gap hier oben ist das erstmal, hat er sein Soll erfüllt. Grundsätzlich bleibe ich bei meiner skeptisch negativen Einstellung mit den 13,8. Da ändert sich gar nichts. Aber ich muss sie ändern. Wenn wir hier drüber gehen und schließen über der 16.215, dann muss ich mir das neu überlegen, ob das, was ich hier so sage, richtig ist. Im Moment ist es das, was ich, wie habe ich das ausgedrückt, das ist nichts anderes als eine Korrektur in einem sich aufbauenden Downtrend. Also ich habe auch schon Puts gekauft, die erste Portion ein bisschen früh, aber ich wollte auf jeden Fall welche haben. Ich habe aber dann auch nochmal hier oben nachgekauft, da. Ich habe auch die Scheine geändert, das musste ich machen. Und zwar, ich bin jetzt mit den Calls ein bisschen höher gegangen, 15.303 und 15.006, jeweils mit dem Hebel 21 und 15. 15.303, wir sind immer noch im Tageschart, da sind wir, na, komm her, jetzt will er nicht. So, da sind wir 15.303, da sind wir etwa hier, unter dem letzten Zwischentief, was wir da hatten. Und mit dem 15.006er auch, da sind wir deutlicher tiefer. Da sind wir nur unwesentlich über der 200-Tage-Linie. Ich habe aber auch die Puts angepasst. Das musste ich jetzt machen, weil es jetzt schon mal eine größere Bewegung war. 16er Hebel, 23er Hebel, müsst ihr mal ganz kurz den Film anhalten. Also, ich denke nach wie vor, es ist eine Korrektur in einem sich
aufbauenden Downtrend. Wir haben immer noch eine SKS, ja, Schulter, Kopf, Schulter, wobei ich auf diese Ausdrücke so nichts gebe. Wir haben dieses Tief hier unterboten und das sagt für mich, die Trendfolge ist negativ. Die wird erst dann wieder neutral, noch nicht mal positiv, wenn wir hier drüber gehen. Über die 16.209, wenn wir da drüber gehen und schließen, dann wird es erstmal wieder positiv. Nicht positiv, sondern wenigstens neutral. Dann ist der Downtrend erstmal kurz abgeschmettert. Das muss er mir aber erst beweisen. Die Umsätze waren okay, kann man nicht sagen. Das war jetzt auch geschuldet den Inflationsdaten in Amerika. Und während ich jetzt hier spreche, ist der DAX auf 16.006 und der Nasdaq auf 15.229. Also letzterer hat sich erheblich von seinem High entfernt. Da muss man wirklich aufpassen. Wenn das Ding unter dieser 15.274 schließt, ist das ein False Breakout gewesen. Ja, also nach meiner Meinung. Ich bleibe vorsichtig, skeptisch und halte mich überwiegend zurück. Aber sobald ich hier ein Verkaufssignal irgendwo hier reinbekomme, über die Stunde, über die 4 Stunden, das kann sein ein Doji, das kann sein ein Shooting Star, so Zeugs, Bearish Harami, Marubozu, so Zeug, dann werde ich auf jeden Fall die Position vergrößern. Ich finde, der bleibt hier angestochen. Bumm aus. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.